die Woche war ich erst bei so einem Sammler, oder so, er hat irgendwie aus den 60er Jahren so Künstler gesammelt, und er hat gesagt, na, der und dieser Künstler da, Mensch, der hat sich immer gequält bei seiner Arbeit. Und dann habe ich gedacht, na, bist du wahnsinnig oder so. Ich meine, wenn es Kunst machen, so, das muss ganz leicht gehen, ja. Das macht ja Spaß, ja. Also quälen ist Buchhaltung oder so, ja. Aber Kunst machen oder so darf auf keinen Fall, darf keine Qualen verursachen. Also das muss sozusagen Spaß sein, gell. Ja, wunderbar. Also wir sind hier in Wien in der Grundsteingasse. Das ist mein Atelier. Und momentan ist hier aufgebaut die Traumfabrik. Traumfabrik ist ein Fotostudio, in dem man sich selbst inszenieren kann. Und da gibt es eben, wie man sieht, also gibt es jede Menge, hier habe ich sehr viele Pappkameraden, es gibt sehr viele Accessoires, die man benutzen kann, um eine Inszenierung zu machen. Man kann die Inszenierung seines Lebens hinlegen, wird ein Foto gemacht und das kann man sich zuschicken lassen. Die Pappkameraden, die ich hier habe, die stammen auch alle aus Fotos, die sind alle aus meinem Archiv, die ich dann nachmale. Und also ich stehe mich da zum Beispiel auch auf so Leute, die irgendwie extrem lachen, ja? Also, und zwar grotesk lachen. Ja? Weil sozusagen ein normales Lachen im Fernsehen, also wenn ich so einfach nur lächle, ja, so. Also das kommt überhaupt nicht, hat überhaupt keine Aussagekraft. Ja. Also man muss so lächeln an sich, dass es ein bisschen unangenehm wird, ja, so etwa.